Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Ja, hopp, hopp, galopp steht an. Ein weiteres Match. Mal gucken, ob wir uns besser anstellen als bei Los, Los, Yoshi. Ich hoffe zumindest. Wäre ganz gut, glaube ich. Ja, ich guck mal kurz auf die Aufnahme, denn OBS ist gerade eben schon mal eingefroren. Ich bin ungefähr bis hier gekommen in der letzten Aufnahme. So, 30 Sekunden und wir müssen diese Bänder da finden. Oder so. Gucken wir uns mal die Erklärung an. Hopp, hopp, galopp. Springe durch möglichst viele Ringe. Ah, wir müssen durchspringen. Schnapp dir Stoppuhren, bevor die Zeit um ist. Auf Zeit. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Los. Yay. Wenn ich mich hier wieder anstelle, ihr wisst Bescheid. Ich bin halt der Größte. Oder so ähnlich. Hallo. Okay. Yay, Stoppuhr, hallo. Ich brauch mal wieder. Okay, wir haben eine Stoppuhr, wir haben zwar ein paar Leben verloren und noch nicht besonders viele Ringe durchquert, nenne ich es mal. Aber hey. Wenigstens haben wir Spaß und eine Blume übersehen. So, dich nehmen wir mal mit, Stoppuhr. So, das hätten wir dann auch mal. Ich würde sagen, wir stellen uns zwar nicht gut an, aber besser als bei Los, Los, Yoshi. So, okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Krone. Das ist gut, würde ich behaupten. Aber am Ende sind wir dennoch nicht gerade die Besten, würde ich einfach mal so behaupten. Einfach mal so in den Raum werfen. Ja. Aber Yoshi freut sich. Das ist auf jeden Fall der Hauptgedanke. Ja, ein bisschen mehr. Wir hätten noch einen. Aber ja, ist okay. Drei ist ganz... Obwohl, ne, wisst ihr was, wir machen das nochmal. Aber diesmal konzentrieren wir uns auch aufs Springen. Mhm. So. Das für die Münzen haben wir ja jetzt. Also springe die Springspringen. So. Konzentration. Gib mir den Highscore, Baby. So, los. Lade. Danke. Yoshi! Ja, ich hätte sogar ein kleines Thema für euch mitgebracht, denn... Ja, das habe ich ja schon mal neulich angesprochen. Die aktuelle Lage mit den YouTube-Klicks. Da bin ich ja aktuell nicht so zufrieden. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass YouTube da ein bisschen was weggemacht hat, weil, keine Ahnung, gebottet oder so, aber das persönlich glaube ich jetzt nicht, aber ja. Nichtsdestotrotz, der zweite Part wurde bei mir heute angezeigt mit einem Aufruf. Ne, es ist nicht viel. Und neulich hatte der irgendwie noch drei. Und auch irgendwie der erste hatte neulich bei mir 14 Klicks, dann wieder 13, dann hat er 16, dann hat er wieder 13 und jetzt hat er wieder 14. Mir die Uhr, danke. So, wir hätten da hoch gekonnt, aber nö, lassen wir mal. Gut. Aber stellen wir uns eigentlich besser an als beim letzten Mal? Ich würde sagen, vielleicht. So, die nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal mit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So, die Uhr nehmen wir natürlich auch mit. Schön, wie wir durch keinen davon gekommen sind. Ja, wenigstens die Herzen.
Danke für die Uhr. Okay, da kommen wir nicht mehr hoch. Dann eben so. Und wir haben uns sogar verschlechtert. Yay. Aber wir haben den einen eingesammelt und die 20 Herzen. Ich würde sagen, ist ganz okay. Ganz okay. Aber nicht gut. Ganz okay. Mehr nicht. Yay. So. Bam. Es gibt rote Münzen in dem Level. Hab keine gefunden. Egal, ich würde sagen, wir haben unser Bestes getan und gehen jetzt mal weiter. So, warte mal, herauszoomen. Wo gehen wir dann hin? Stimmt, ich wollte ja da unten erst links an den gelben hoch. Dann gehen wir da zurück zu dem ersten da vorne und dann holen wir uns die anderen. So, hier lang. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grenzeblumen. Ja, bitteschön. Hier. Gönn dir. Danke, es geht mir schon viel besser. So, dann mach mal auf. Oh, das sieht aus wie eine Strandwelt. Ich mag Strände. Die sind mir meistens eigentlich zu warm, aber so im nicht im Herbst. So im Frühling finde ich die ganz okay. Eiskaltinseln, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Der Kaltteil gefällt mir besonders. Ich mag es kalt. Bomben, ahoi! Oh nö! Ja, um nochmal auf das Thema mit den Klicks zurückzukommen, ja. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dir das Video jetzt gefällt, weil ich sehe ja, euch gefallen die Videos. So, der letzte Part hat, glaube ich, 4 Likes und 4 Aufrufe. Ja, es sieht doch schon mal nach einem ganz guten Schnitt aus, würde ich sagen. Ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit, also vor 2 Jahren ungefähr, bei Mario World ein ähnliches Problem, nur dass mir da die Likes weggerechnet wurden von YouTube. Also ja. Wenn euch die Videos gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt. Weil vielleicht gefallen euren Freunden ja auch die Videos. Ich habe da ein paar Klicks so, dass mein Kanal nicht so tot aussieht, weil das wäre mir schon wichtig irgendwie. Also ich bin jetzt nicht so ein klickgeiler Mensch, der jetzt unbedingt viele Klicks haben wollen würde. Weil wenn ich so wäre, dann würde ich kein Nintendo bringen, sondern, keine Ahnung, Roblox. Sonnenblume. Grinseblume. Nicht Sonnenblume. Roblox oder keine Ahnung was. Und auch keine Let's Plays, sondern geschnittene Videos. Mein Traum wäre es ja so auf dem Yoshi-Part, keine Ahnung, 30 bis 50 Klicks pro Part. Das ist ja mein persönlicher kleiner Traum. Oh, ein Großaffe. Und ich hoffe, das geht auch irgendwann in Erfüllung. Ja. Ich komme nicht hin. Bäm. Oh, da kommt nur was raus. So, immer jetzt hier schön Stampfattacke spammen. Und den Cheep-Cheeps vielleicht ein bisschen ausweichen, das wäre glaube ich auch gar nicht mal so schlecht. So, da oben ist eine Grinseblume. Die haben wir natürlich und ich habe mich vom Cheep-Cheep treffen lassen. Ach ja. Oh, gehen wir jetzt hier an Land wieder. Ankerlichten. So. Aber der Treffer ist jetzt auch wieder nicht schlimm, weil wir jetzt hier nochmal so unsere kleine Heilung bekommen. Und ein Cheep-Cheep auf den Trockenen. Dem bringen wir mal ein Ei in Sicherheit. Und das ist... Du Lümmel, was soll das? Ja, eine Grinseblume. Oh nein, die ist voll schwer. Oh. So, geht doch. Ich dachte schon, was ist da los, hä? Ist doch kein Problem eigentlich. Keine Ahnung. Warte mal, ich habe eine Nachricht auf meinem Handy bekommen. Und ignorieren. Ja, Entschuldigung. Jedes Mal einfach nur mal wieder so eine Push-Up-Benachrichtigung. Ey, bei dir ist es so und so warm. Ja, Problem, ich wohne nicht in dem Ort, den ihr mir anzeigt.
Der ist noch nicht... Der ist in Niedersachsen und ich wohne in Schleswig-Holstein, also... Ja, das müssen wir dann nochmal üben, Handy. Dabei hast du doch eigentlich mal einen Standort. Aber, naja. Jeder wie er mag. Oh, da war gerade ein Leck. So, wir haben keine Eier mehr, aber dafür haben wir die Münzen. Und sogar einige rote. Das ist am Auge. Oh, da oben geht's lang. So, dann schießen wir mal nach oben. Aua! Ich will nicht auf die Fresse fliegen. Naja, wenigstens gibt's ja wieder Grinseblume. So. Gut. Na, warten's ab. Dich nehme ich mal lieber mit, bevor du wieder hier dein Atomwahn in die Tat umsetzt. Kim Jong-Affen-Un. Ich warte mal ab. Vielleicht kommt da ja nochmal was zum Vorschein. Ist ja irgendwo was. Wow, Münzen. Rote Münzen. Die kriege ich nicht. Scheiße. Oh, Entschuldigung, ich wollte ja nicht mehr fluchen. Ja, das muss ich mir noch ein bisschen einprägen, dass Fluchen jetzt vorbei ist. Jetzt bin ich ein kinderfreundlicher Let's Player, der auch Videos für die Kleinen macht. Und nicht nur für 30- und 40-Jährige. Hm. So sieht das nämlich aus. Zielgruppenerweiterung nennt man das. So. Lass da bitte Herz drin sein. Danke. Oh, jetzt ist er traurig, weil er seine Wolle nicht mehr hat. Ja gut. Oh. Darüber habe ich mich auch schon mal ein bisschen beschwert, dass hier irgendwie nur grüne Eier sind. Ich will ein bisschen farbliche Abwechslung haben. Es ist ein bisschen schön, dass zwei Nicht-Grüne aus der Box kamen, aber schade, dass sie die gleiche Farbe haben. Gib mir doch mal ein blaues oder so. Nee, dann eben noch ein Gold, Gelbnis, Oranges, keine Ahnung. Farben, das ist ja nicht so mein Spezialgebiet. Treue Zuschauer wissen das ja. Oh, und es geht weiter auf dem Schiff, aber wir müssen erst die Teile suchen. Okay, gut, gehen wir erstmal nach hier unten. So ein bisschen auf Sicherheit gehen. Nicht, dass er mich noch abwirft. So, das erste Teil haben wir. Das sieht für mich aus wie eine Schatzkarte, aber das ist bestimmt das Segel oder so. So, das zweite haben wir da auf der Insel. Dankeschön. Diesmal auch in der richtigen Reihenfolge. Dieser Eimer, der sieht so ein bisschen aus, als könnte ich den abwerfen. So, gib einmal her die Herzen. Dankeschön. Und jetzt im besten Fall nicht nochmal treffen lassen. Und nochmal rote, das ist auch sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal weiter. Lass sie rot sein. Ich habe 3 Eier und ich bräuchte 4. Okay, ich habe kurz gedacht, vielleicht kann ich ihn mit einer Stampfattacke besiegen und ich konnte es am Ende auch. Also ich liebe es, wenn Sachen so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. So. Tatsächlich das Segel. Und wir haben jetzt 2 Kanonen. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich immer mal wieder abwechseln. Hallo, Yoshi, geh da hoch. Ja, Entschuldigung, danke. Feuer!
Also wahrscheinlich gibt es dafür auch eine Grinseblume, oder? Ja, die letzte dann wahrscheinlich. Ah, der ist für den Hintergrund und der ist für den Vordergrund. Gut zu wissen, gut zu wissen. So. Einmal ausweichen bitte, danke. So, du auch einmal. Aua. Oh, das wird hier sogar angezeigt, wo der landet. So, jetzt nochmal deren Hintergrund angreifen. Da steuern sie ab. Sehr schön, sehr schön. Gut, und wir gehen wieder an Land. Ich hoffe, wir können uns hier nochmal heilen irgendwo und finden die letzte Grinseblume. Das wäre auf jeden Fall... Dann eben nicht. Dann eben nicht. Wir haben hier genug gesammelt in dem Level. Bin recht zufrieden. Ich bin komplett zufrieden, seien wir ehrlich. Ich bin... Yoshi-Fan. Yeah. Fast 400 Münzen in diesem Level. Oh, das ist schon so eine Summe, würde ich sagen. Mhm. Kann man sich für freuen. Boom, Pinguin. Yeah. Aber ich würde sagen, dieses Level sehen wir erst im nächsten Part. Also bleibt gespannt. Bis dahin. Haut rein und ciao.